Europa-Tournee und hat keine Lust mehr auf Friedenslieder. Billy Rose was a night fighter. Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Man sagt, sie ist eine Politikerin, die nur zufällig eine Gitarre dabei hat. Joan Baez, Amerikas heilige Johanna der Friedensbewegung. No more army, Lord. Kumbaya. Gesungener Frieden, ihr Markenzeichen. Sie war die Stimme der 60er. Ihre Gitarre hat sie immer noch. Mit ihr geht sie jetzt auf Europa-Tournee. Und, Überraschung, ihre Protestsongs von früher hat die Folklegende zu Hause gelassen. Dafür unverändert der Schmelz in der Stimme, aber ein neues Image. And if you run into Jesus, maybe he can help you out. Come back, oh Woody Guthrie, to us now. Heute ärgere ich mich darüber, immer nur als Legende betrachtet zu werden. Vor 15 Jahren merkte ich plötzlich, dass ich mich musikalisch überhaupt nicht weiterentwickelt hatte. Ich langweilte mich selbst und das Publikum, das mich mochte. Also habe ich mit der ganzen Politisiererei aufgehört und sie hinter die Musik zurückgestellt, damit ich mir wieder eine neue Karriere aufbauen konnte. Rebuild, recreate, or reinvent a career. Keine Politik mehr. Und das sagt eine, die an der Seite Martin Luther Kings gegen die Rassendiskriminierung kämpfte. Zweimal wurde sie dafür sogar verhaftet. Sie prangerte die Kriegsspiele ihrer Nation an, in Vietnam, bevor es für Amerika zum Trauma einer ganzen Generation wurde. Überall, wo es um den Schutz der Menschenrechte ging, fühlte sie sich berufen. Ob bei Demos gegen die Todesstrafe in Kentucky, bei Gewerkschaftsführer Lech Wałęsa in Polen oder im Krieg auf dem Balkan. Sie war einfach überall. Friedensengel, 24 Stunden rund um die Welt, das ging irgendwann auch ihr selbst auf die Nerven. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie bekam psychische Probleme. Was kaum jemand merkte, jeder Auftritt war für sie ein Kraftakt. Es war dann genauso hart zu entscheiden, das halte ich jetzt nicht mehr aus. Denn was kommt dann? Vor einer Therapie hatte ich Angst, schob sie vor mir her, bis ich 48 war. In mich hineinschauen, die Ängste ans Licht zerren, das habe ich alles gemacht. Mit dem Ergebnis, meine Ängste sind jetzt weg. Einige Psychologen sagten mir, man kann nicht wirklich ein neuer Mensch werden. Und ich sagte ihnen, von wegen, seht her. Ich habe mich mehr verändert, als ich es mir je hätte vorstellen können. Kein Druck mehr, politisches Sprachrohr sein zu müssen. Als nur noch Musikerin fühlt sie sich jetzt entspannt wie nie. Aber völlig ohne Botschaft geht's dann doch nicht in diesen Zeiten. Auf meiner Tour will ich die Leute ermutigen, frei zu denken. Die Amerikaner sind so eingeschüchtert. Viele im Land wollen diese strenge Führung. Wie verängstigt sie sind, lässt sich an ihrem Verlangen nach Sicherheit ablesen. Und so kann man ihnen Begriffe verkaufen wie Heimatschutz oder Patriot Act. Das beruhigt sie zwar irgendwie, aber sowas ist doch absolut tödlich. Mit ein paar Songs gleich die Welt verändern wollen, das hat Joan Baez aufgegeben. Aber dass Musik in Menschen etwas bewegen kann, daran glaubt sie nach wie vor.